Um neue Dinge herauszufinden, um andere Wege zu bestreiten, muss ich bereit sein, auf andere zuzugehen und sie an meinen Überlegungen teilhaben zu lassen. Wo echte und faire Zusammenarbeit gelingt, dort stellt sich auch Erfolg ein. Als Unternehmen werden wir zukünftig nicht mehr alle Lösungen für uns alleine entwickeln können. Wir brauchen innovative Kooperationen und verlässliche Partner. Das fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Wir haben mit unserer Entscheidung für das Kraftwerk Nil 3 eine mutige Entscheidung getroffen. Wir gehen alle fest davon aus, auch wenn das Marktumfeld aktuell schwierig ist, dass wir für diesen Mut am langen Ende belohnt werden. Wir haben aber auch gesehen, dass es ganz wichtig ist, im Rahmen eines solchen Projektes immer wieder Entscheidungen zu treffen, die viel Mut erfordert haben. So haben wir feststellen müssen, dass eine Trasse, die wir geplant hatten, von den Bürgern nicht akzeptiert wurde. Uns hat dann geholfen, mit den Bürgern in die Kommunikation einzutreten und mit den Bürgern nach einer Lösung zu suchen. Ich bin sicher, wenn wir mutig vorangehen, werden wir auch für den Erfolg am Ende belohnt werden. Ja, hier beim FC wird immer mit Leidenschaft gespielt, gekämpft und gewonnen. Und wenn wir diese Leidenschaft auch bei uns, bei Rheinenergie im Unternehmen wiederfinden und unsere Aufgaben damit erledigen, dann gehören wir garantiert auch zu den Besten in der Branche. Damit es rund läuft, erwartet der Kunde unsere Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Dabei reicht es nicht mehr aus, nur Strom, Wärme, Gas und Wasser zu liefern. Wir müssen dem Kunden Lösungen anbieten, die ihm ein perfektes, nachhaltiges und modernes Energiemanagement ermöglichen. Nur so bleiben wir am Ball. In der Wasserschule Köln lernen Kinder, wie spannend Wasser sein kann und wie man verantwortlich mit diesem wichtigen Lebensmittel umgeht. Als Energie- und Wasserversorger übernehmen wir Verantwortung für Menschen in der Region, für über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und als Förderer von Sport, Kultur und Bildung. Auch unsere Gesellschafter können auf uns zählen, indem wir wesentliche finanzielle Beiträge insbesondere für den Haushalt der Stadt Köln leisten. All dieser Verantwortung müssen wir uns jeden Tag neu stellen.